Nach weiteren 3 Wochen des Nichtstuns auf diesem Let's Play-Kanal geht es dann nun auch dann wieder weiter, meine Damen und Herren. Ich muss mich erneut dafür entschuldigen, dass nichts hochgeladen worden ist. Was daran liegt, dass mein Laptop mal wieder im Arsch ist. Aber das hat sich jetzt für immer geregelt. Warum? Erkläre ich in einem 20-Abonnenten-Special-Video, was ich am Sonntag hochladen werde. Ich bedanke mich nochmal herzlich für alle, die mich abonniert haben und mir treu geblieben sind. Ich habe sogar noch 2, während ich nicht da nichts hochladen konnte, dazu bekommen. Hat mich tierisch gefreut, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich zu laut rede oder zu leise, weil ich habe nicht jetzt mein neues Gaming-Computer-Headset auf dem Kopf, ein Razer Tiamat. Und das Ding umschließt so krass die Ohren, ich kann nicht mal mich selber vernünftig labern. Total geil. Mussten wir ein bisschen hier rumbasteln, du hast nicht gesehen, aber es sollte eigentlich alles wieder, wie es ist. Das Schöne ist jetzt, ich spiele den Spielstand nach, wo ich war. Weil das Video nämlich komplett weg ist, was ich hatte. Und die haben wir hier schon gemacht, in der Art und Weise. Deswegen geht's hier rum. Sind wir nämlich jetzt hier. Das werde ich jetzt also wieder nachspielen, den Spielstand, dass ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Denn ich werde jetzt nicht noch ein Let's Play abbrechen, auf keinen Fall. Ich werde jetzt mal auch eins richtig schön durchziehen können. Heute, also was heißt heute? Ich weiß jetzt nicht, wann ich wieder anfange hochzuladen. Ich hoffe, dass es heute ist. Morgen. Weil meine Festplatte nämlich auch wieder fast voll ist. Das ist zum Kotzen, ich habe so eine kleine Festplatte. Ich muss erstmal meine externe wieder ein bisschen auf Vordermann bringen, weil die nämlich auch kaputt ist und hast nicht gesehen. Ah, ist alles zum Kotzen dumm. Ich habe was erzählt über die glauxianischen Brüder und sowas, aber ich glaube, das habe ich schon alles gesagt, was gesagt werden muss, deswegen werde ich darauf jetzt nicht weiter eingehen. Und ich werde das natürlich auch weiterführen, dass ich immer mal wieder so ein bisschen stoppe und über ein paar Informationen halt laber. Hinter den Eisengen und der Immerwintersee, zwischen leuchtend hellen blau-weißen Bergen, lebt ein Volk tapferer Krieger, die im Eise sinnlos Blut vergießen. Andere wählen die Meditation und streben in eisiger Öde nach Weisheit. Im Norden sind Kontraste hart, wie Klauen, die schwarz auf einer Silberharfe spielen. Auszug aus einer Zeitung der Eulenkönigreiche von Leise vom Kiel. Ich glaube, ich kann die Klause der glauxianischen Brüder schon sehen. Ich bin froh, aus diesem Eiswind rauszukommen. Weißt du, meine Ahnen, Strix Coraldo, flog einst eine Nacht und einen Tag ununterbrochen von Kielbucht bis zu den Eiskrallen. Leider ist sie nicht hier. Mehr fliegen, weniger piepen. Soll das heißen, dass ich uns aufhalte? Ich bin sicher, ich könnte vor dir bei der Klause sein, wenn ich das wollte. Ein Flugduell? Wenn du dafür den Rest des Wegs deinen Schnabel hältst, dann ja. Die Reinen nehmen viel Mühe auf sich, um kleine Metallstücke zu sammeln, die sie Flocken nennen. Nur warum? Unwissen ist unsere Schwäche. Kann die glauxianische Bruderschaft im Norden Licht in die Sache bringen? Das werden wir jetzt herausfinden, würde ich sagen. Dann machen wir 3, 2, 1, let it rip! Ich habe vergessen, wie man fliegt! Scheiße! Achso. Du willst nicht schlagen, Shard. Ach, sei ruhig. Ja, was hat das eigentlich mit diesen Eiskrallen auf sich? Das kann ich mal ein bisschen erklären, während wir hier halt sinnlos durch die Gegend fliegen. Das Ding bewegt sich. Und zwar, in Eiskrallen ist ein ganz besonderer Ort. Dort hat nämlich damals der erste Krieg zwischen... Der letzte übernimmt dann meine Flintfransen. Ja, genau. Hexdämon und den normalen Eulen. Hexdämon habe ich ja schon erklärt, das sind ja die bösen Eulen. Diese Dämoneulen. Und in der Zeit, wo halt nur Krieger am Wallen waren und hast nicht gesehen, alles böse und böse und böse war. Fang mich doch, Shard! Jetzt halt die Fresse, ich will noch erzählen. Wurde auch König Hule geboren. Und zwar wurde er von seinem Vater und seiner Mutter getrennt. Sein Vater, Hardgar, war der König in dem Moment. Aber wurde halt in einen Hinterhalt geschleust. Von einem ehemaligen Verbündeten, und dann hat es halt die Mutter Sif, hieß die, ist dann halt geflogen mit dem Ei. Oh, scheiße. Und ja, sind halt geflogen, konnten sich ein bisschen retten. Das passiert alles, wie gesagt, in den Eiskrallen.
überhaupt die Seehunde hier am Ende, ne? Das will ich nur gerade erwähnen. Sind total cool, total Einzelheiten so. Mag ich ja total. Wie hast du es geschafft, mich zu überholen? Weniger piepen, mehr fliegen, hab ich doch gesagt. Ja, dort hat sie dann halt rumgedödelt, sie hat sich da ein Versteck gesucht und ist dort halt erstmal verweilt, hat einen gebrochenen Flügel gehabt und alles um und dran. Alles, was schief gehen konnte, ist schief gegangen. Die treue Begleiterin von Sif, der Königin, ist gestorben. Und Grenk, der erste, Blutsammler, ist dann mit dem Ei davon geflogen, weil die Dämonen unbedingt das Ei haben wollten. Scheiße. Ich könnte natürlich jetzt extrem ins Detail reingehen, aber das soll jetzt einfach mal die Geschichte sein. Hule ist dann aber in den Hinterlanden geboren. Warte! Und hast nicht gesehen. Ich könnte es wesentlich mehr erzählen, was da wer alles mitgespielt hat und was da alles passiert ist. Aber ich glaube, das geht ein bisschen zu weit jetzt und wir sind nämlich auch schon fertig. Ich wusste, du bist gut. Aber wirklich so gut? Und er blieb weiter. Was wir wohl über Flocken herausfinden können. Ja, das war ich mir auch. Bei der Klause der glauxianischen Brüder schwand Scharts Hoffnung, hier zu finden, wonach er suchte. Das Wissen um die Flocken ging mit Perrock verloren. Schart wandte sich ab, bereit aufzubrechen. Der Mönch hielt inne und fuhr fort. Es gibt jedoch den alten Einsiedler Cormac, der nicht weit von hier in den alten Ruinen lebt. Er hat in Perrock studiert und kann dir vielleicht helfen. Sei auf der Hut. Eine Gruppe Mönche wollte ihn besuchen. Sie kehrten nicht zurück. Einige jüngere Brüder gingen auf die Suche. Sie wurden nie wieder gesehen. Und die heftigen Winde dieser Jahreszeit haben uns am Suchen gehindert. Charles schwor, dass er helfen würde. Also bei Perrock kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Das ist ja halt nur eine fiktive Geschichte aus diesem Spiel. Daher gibt es keine Informationen zu Perrock, die ich jetzt da weiterbreiten könnte. Aber wir haben das Spiel mit 2:41 geschafft. Bisherige Bestzeit 2:40, eine Sekunde schlechter. Ah, genau. Funkler gesammelt. 916 haben wir insgesamt und wir gehen mal weiter. Mission. Das Maugitionsrad zeigt dir, ob sich Feinde oder Freunde, falsch rum, oder über dir, über oder unter deiner aktuellen Position befinden. Also es tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu laut laber. Wie gesagt, ich höre mich selber kaum. Es ist so krass, das Headset. Cormacs junge Brüder könnten in Not sein. Reise zu den Ruinen und sieh nach, wie es ihnen ergeht. Sei vorsichtig, junger Wächter. Achte auf alles, was dir verdächtig erscheint. Seltsam. Eine Gruppe Fledermäuse fliegt in dieselbe Richtung wie wir. Sie tragen ein seltsames Bündel. Kreisch! Fieb! Ich fauch dich an! Ah, schön. Gut, dann machen wir mal, versuchen jetzt hinterher zu fliegen. Ich krieg die Schweine auf jeden Fall. Das ist gar kein Problem für mich. Ich finde auf jeden Fall diese Landschaften, dieses viele Switchen zwischen den Landschaften, Landschaftsformationen hast du nicht gesehen. Echt sehr schön. Es macht Sinn, diese Landschaftswechsel und sowas. Also, doch, gefällt mir. Mal in der Wüste, dann im Dschungel, jetzt in der Eislandschaft. Wir hätten sie fast entkommen lassen, meine Damen und Herren. Das war natürlich nicht meine Absicht. Aber immerhin fliegen wir jetzt mal hier ein bisschen. Warte mal auf, überall gegen zu fliegen, ihr Spacken. Jetzt muss ich mich beeilen, Oh. Gar kein Problem, da haben wir sie wieder. Also hier können wir ruhig so nah auffliegen, wie wir wollen, das ist gar kein Problem. Mir interessiert das einen feuchten Furz. Und nach unten. Nicht zu früh runter, weil ich werde die Funkler sammeln.